Willkommen zurück bei 7 Days to Die Alpha 9.3. Es ist in Real Life Sonntag. Wenn ihr das seht, bin ich auf der Arbeit. Drückt mir die Daumen. Da hinten war gerade noch ein Loot Drop gefallen. Also in der letzten Folge. Hier wird uns gerade Wasser hergestellt. Daraus machen wir gleich einen Tee, wenn wir vom Loot Drop wiederkommen. Den hole ich mir jetzt erstmal. Ja. Meine eigene Falle vergessen. Über die Brücke natürlich, keine Frage. Und da dampft's. Es war ein bisschen seltsam. Da kam zweimal Loot Drop und der erste war da wieder weg. Der müsste jetzt hier irgendwo im Bereich gelegen haben, aber es ist nicht der Fall. Ah, leck. So. Supply. So nah zu Hause, den muss ich holen. Ledertraining. Urban Combat. Danke, liebes Flugzeug, was auch immer du davon hast, mir die Sachen zu werfen. Oder du experimentierst mit mir rum, du Lump, du. Hier vergehen die Tage und Wochen und Stunden, ohne dass was wächst. Ich bin sehr traurig. Wenn ich mir einen ausmache, weine ich immer so ein bisschen. Oh, guck mal, wenn sie schon so nah wächst, dann pflücke ich sie auch. Die wachsen ja einfach mal nach, ihr seht das. Hier habe ich ja alles eigentlich weggemacht. Nein, warum sammle ich das denn ein? Das ist doch Schrott. 10-mal? Ledertraining. Welche Rezepte wir dann wirklich lernen, ist mir gar nicht bekannt. Oh, Eimer. 6 neue Rezepte sind unlocked. Geräusch. Komisch, dass die Bäume gewachsen sind. Aber nicht das hier. Das habe ich ja genau so gepflanzt eigentlich. Fast. Komm her. Fall hier rein, damit wir mal sehen, dass meine Falle auch einen Sinn ergibt. Ey, sei nicht so schlau. Ne, ich ermögliche ihnen sogar noch den Aufgang hiermit. Also die sind ja doof, Zombies, das wissen wir ja. Aber selbstmörderisch sind sie scheinbar nicht. Interessant. Naja. So junge, hübsche Frauen. Was für eine Verschwendung. Ey, warum habt ihr nichts dabei? Was ist denn hier los? Da muss ich noch einen Vorsprung bauen vielleicht oder sowas. Naja. Unser Tee hat Vorrang. Ach, immer noch nicht fertig. Ja, Himmel, Herrgott, dauert lange. Boah. Was für ein Kombo. Blutabnahmesystem nehmen wir mal mit. Sicherheitshalber mal eins auf Lager. Wie viele sind das? Verflucht. Und vor allem, warum nehmen die eigentlich keinen Schaden an den Stacheln? Ey, ich leide 1000 Tode. Und die interessieren sich einen Scheiß für diese Stacheln da oben. Der baut die sogar nur ab, da, der Dicke. Die latschen da einfach drüber. Das ist unglaublich. So, ein Wasser ist noch in der Herstellung. 18, 18. Also perfekt, oder? Habe ich da 18 Wasser reingetan? Ja, ne? Stimmt, ich habe weniger gelbe Pflanzen gehabt. Du enttäuscht mich. Hä? Wir brauchen noch Glassplitter, definitiv. So. Das ist nämlich Herstellung. Golden Tea. Dauert so knappe 8 Minuten, haben wir gerade gesehen. Und er kocht den jetzt. Finde ich ganz gut. Maple Seeds mal raus. Und die Hülsen auch mal wieder rein, sonst komme ich hier durcheinander. Munition, hier. Da. Auch ein paar Schuss sind es schon auf jeden Fall. Das brauchen wir ja für was anderes scheinbar. Messing. Ja, für die Patronenhülsen selber. Nicht für die Köpfe da oben drauf. So. Antibiotikum, Eier. Ja, die kommen im Gefrierfach, im Kühlschrank.
Da gehören die auch rein, ne? Mal ein bisschen checken, was die Zombies hier so machen. Und dann holen wir gleich mal zweimal Erde. Und dann wird das dazu gemacht. Aber erstmal wieder ein bisschen Ordnung. Antibiotikum in meine Medizinkiste. Die ich Gott sei Dank jetzt richtig erwischt habe. Das nehmen wir mal mit. Teile. Rote Pflanze. Ich weiß nicht, warum ich so einen Mist immer einsammle. Eigentlich gehört das auch mit in der Medizinkiste, wenn man das so ernst nehmen möchte. Die Mumpel. Ich kriege gerade Besuch. Einen dicken. Willkommen in meinem trauten Heim. Stört mich beim Kochen. Weil der so dick ist, viel mehr Taschen. Komisch, ne? Wo war ich stehen geblieben? Hier haben wir noch ein Urban Combat Book. Ich finde, da sollte immer stehen, was man auch lernt. 6 neue Rezepte. Was kriege ich denn dafür? Ist das einfach nur eine Instant-Nachricht vom Spiel? Ob wir überhaupt was dazu kriegen, weiß ich gar nicht. Ja, wenn man alles einmal gemacht hätte, würde man ja wissen. Vielleicht sollten wir das auch mal tun. Aber das sind zu viele Sachen, die man einmal gemacht haben muss dann. Windows. Achso, das sind nur die Fensterrahmen wahrscheinlich, ne? Müssen wir eigentlich mal abchecken, oder? Blöd, Mann. Ich meine mich selber. Dass wir uns so ein bisschen Glas ermogeln können. Da ist nämlich eine Scheibe drin. Auf dem Bild jedenfalls. Aha. Naja, da wird am Ende gar nichts raus entstehen. Wenn ich es zerstöre, wird es wahrscheinlich einfach nur kaputt sein. Sieht aber cool aus, ne? Muss ich sagen. Oh. Kein Glas. Falsche Werkzeug. Aber so kann man dieses Glas auf jeden Fall ausmachen. Das ist schon mal schön. Ja, Experimente gehören bei Seven Days to Die dazu. Also auf jeden Fall. Hier wird uns unser leckerer goldener Tee hergestellt gerade. Wasser trinke ich jetzt mal. Das sieht nämlich gerade gar nicht mehr so doll aus bei uns. So, jetzt sieht es wieder richtig gut aus. Dann haben wir eigentlich nur noch das Lebensmittelproblem. Mit dem Gläsern und Wasser ist ja fast simpel. Müssen halt leider nur viel Glas finden. Das ist so eine Art Selbstläufer mit dem Glas. Wir kriegen ja immer die leeren wieder. Federn brauche ich noch. Eine Tür. Ey. Scheiße. So kriege ich auch immer wieder diese Pflanze hier rein. Das ist ein Waffenteil. Dancing Flower hier. Waffenteil. Ein tiefer. Bin eigentlich aus Holz gemacht, aber was soll's. Müll? Es ist ja gar kein Müll. Ich sag nur Müll dazu. Ein Stick. Komm, ein Stick. Der mir dann irgendwann mal fehlen wird. Oder Genick brechen wird. So, während unser Tee hier so brutzelt und der Zombie da oben fleißig am Arbeiten ist, bauen wir hier nochmal zu schnell. Machen das nochmal so ein bisschen hübsch. Brauchen wir natürlich noch ein paar Frames für. Und am Ende natürlich auch wieder Bretter. Weil das ja alles zusammenspielt. Nein, hier passt es nicht. Ist das Holz? Das muss ich nur wegmachen können. Ja. Das muss ich hübsch machen. Ach, da sieht das dann hier aus, ne? Wegen der Kante. Aber das müssen wir von oben erledigen dann, das schöner machen. Ach, stört die Fackel jetzt. Ein Problem, was wir gleich lösen können, sofort. Holz, ein sehr dankbarer Werkstoff, der uns die Natur geschenkt hat. Was machen die da oben?
Bin sauer auf diesen Zombie. Der macht mich aggressiv. So. Hä? Oh, ich wollte sagen, ich habe wieder vergessen. So. Das baue ich mich hoch und dann falle ich runter und breche mir die Haxen. Das ist natürlich doof. Aber das sieht hier auch schon ganz schön aus gleich, wenn es fertig gekloppt ist. Aber erstmal muss ich diesen ätzenden Zombie da oben loswerden. Der macht nämlich die ganze Zeit Sounds, die beiden. Naja, kommt ruhig her. Ihr habt mich gesehen, ich weiß. Ach, Sonne. Ich dachte, er wäre Loot. Loot ist so ein Loot-Wop. Du stürzt in den Tod, lieber Zombie. Du bist mal schön buggy, wenn ich dich kill. So. Schön, dass auch Zombies da sind, sonst wird es ein bisschen öde hier. So, mutige Sprünge. Unsere Pflanzen werden echt nicht gedeihen. Vielleicht muss ich echt nur den Boden auflockern. Die habe ich ja auch neu aufge... Also wir müssen hier weiter experimentieren, was mit den Pflanzen so ist. Und jetzt habe ich wieder vergessen, was ich machen wollte. Und zwar wollte ich nur einmal Erde holen. Genau, ich wollte das Loch herzumachen. Mach einfach mal irgendwo ein Loch rein. Hier wächst der Baum auch nicht. Obwohl der bei hinten an der Wand gewachsen ist. So, 4 Stück brauche ich, glaube ich. Oh, jetzt habe ich ein Loch. Da falle ich wahrscheinlich rein. Keine Frage. Ich höre die ganze Zeit Zombies hin. Was ist denn das hier? Ein Zeichen. Und verschwindet's oder ist da noch ein Loch unten drunter? Nö. Wasser, hau ab. Muss ich jetzt rausschöppen oder was? Natürlich ist das Wasser da drin. Warum soll es auch wegfließen? Aber es fließt ja auch nicht mehr da. Hey. Es wird sichtlich nicht weniger. Darf man mal einen Anfall kriegen hier? So. Oh oh. Weg. Weg. Oh nein, ich habe Scheiße gebaut, Leute. Das ist ja... Mit dem Wasser müssen sie echt noch was reißen. Nein. Ich wollte gar nicht klicken. Ich wollte das wecken machen. Oh Gott. Ja, da gibt es nur ein Mittel, das kenne ich noch aus Biss. Das ist schon seit Alpha 1 das Problem mit dem Wasser. Es lief mal, das Wasser. Das ist das Schöne gewesen. Jetzt läuft es ja nicht mehr. Ich brauche Holz. Oh, es wird wieder dunkel. Oh mein, die Zeit verrennt hier. Das ist unglaublich. Aber auch die Aufnahmezeit geht schnell. Ne? Das Spiel ist einfach zu interessant, dass man, dass die Zeit so verfliegt. An sich ja geil, wenn man auf irgendwas wartet, dringt, dann ist immer cool, drin eine Runde zocken, bis der Paketmann kommt. Immer so hatte ich das früher. Und dann bauen wir einfach mal Holz da rein. Ist ja ganz praktisch mit den Woodframes, die man ja mit E wieder aufheben kann. Dann bauen wir mal 4 Stück. Ach. Machen wir einfach welche. So. Dasselbe Spiel machen wir mal jetzt hier. Das killt auch das Wasser woanders scheinbar. Ne? Das ist ja einmal her da. So. Tief in der Nacht ist man hier fleißig am Bauen. Um das Wasser zu vernichten. Ah.
Hat geklappt. Wunderbar. Jetzt gehe ich mal raus hier, bevor ich da drinnen gefangen bin. Da kommt noch so ein Klötzchen Wasser. Hä? Ist schwer zu erkennen jetzt in der Dunkelheit. Guck mal, was unser Tee macht. Okay. Da könnten wir noch ein paar Spikes reinmachen, falls der Zombie da mal so dumm ist und reinfällt. Falls der Ofen. 15? Habe ich nicht 18 mal gekocht? Naja. Na, passt auf jeden Fall von der Rechnung hierher. So. Ein sehr gutes Getränk. Tee. Schmeckt auch sehr lecker. Fehlt nur noch Bierbrauen eigentlich in 7 Days to Die. Und dann holen wir noch ein bisschen Holz. Machen das nochmal hübsch hier unten. Mal gucken, wie das aussieht am Ende des Videos. Bin mal gespannt. Das Gefühl, ich werde verfolgt. Komm, wo ist das Loch? Ich muss direkt in der Folge noch reinfallen. Dann muss ich unbedingt mal Stockfleisch machen. Das verspreche ich, glaube ich, schon seit 30 Folgen. Ein bisschen Birke. Der Mond sieht echt schön aus hier. Und... dann geht's nächste Folge, denke ich mal, wieder online weiter. Da habe ich ja schon, wie gesagt, einige Angebote bekommen, die ich gerne, ja, wahrhaben möchte. Machen möchte. Dingens. Pingens. So, die müssen wir jetzt erstmal zerballern. Die Hölzer. Da sind sie. 208. Also unterschätze ich immer wieder. I... und dann wird es gebaut. Dann wissen wir noch, wo was... nicht der Knopf. Schön weit kann man vor allen Dingen bauen damit. So. Wird alles schön beleuchtet von der Grafik. Also sieht echt gut aus. Muss gar nicht immer klicken, kann es auch halten. Geht aber echt schnell. Vor allem ist das Holz ziemlich lange haltbar, auch wenn der Zombie drauf rumballert. So. Oh, doch noch nichts. So. Doofe Lücke da. Müssen wir gleich noch zukriegen irgendwie. Manchmal hakt es ein bisschen, ist ein bisschen doof. Optisch, aber schon ein kleiner Augenschmaus. So, da ist eine wunderbare Lücke und hier geht es auch noch in unsere Höhle rein, die absolut keine Eisenerze für uns hat. Schade eigentlich. Und hier, unsere Pflanzen wachsen nicht, aber es funktioniert bei mir nicht. Ich bin total traurig. So. Von oben noch ein bisschen hübsch machen. Hier kann es nochmal geschlossen werden. Nicht, dass wir da reinpurzeln. Nee, damit nicht. Ja, so eine Lücken sind bei 7 Days to Die leider nicht mehr jetzt zu reparieren. Was heißt zu reparieren? Das ist halt eine Lücke, die ist halt da. Geht nicht anders. Und hier könnte auch wieder eine neue Terrasse entstehen. Das Ganze mal von innen. Haben wir eine Tür sogar. Unser Portal. Mit dem ich auf euren Servern kommen kann. So, Fackel. Mein Gott, dauert das immer lange, diese Wechselei. Dann müssen wir gleich von außen nochmal schauen. Ist wichtig. Also ich bin da ein bisschen penibel drin, von der Ordnung her. Dass es auch einigermaßen schick aussieht. So. Ein Innenareal für das Portal. Und, damit die Zombies sich auch wohlfühlen, wenn sie mich töten und hier, ja, wohnen.
Da war die Lücke, ne? Genau. Oh, da bräuchten wir noch zwei. Kann ich hier noch mit zwei dienen? Ja. Drei. Man weiß ja nie. So. Das ist natürlich doof. Aber ist nicht doof. Ich kann ja so basteln. Oh. Kloppen. Und kloppen. Fetch! Natürlich kann man hier überall noch ein bisschen verschönern. Vor allem, wenn da schon so eine Plattform ist, sollten wir die auch nutzen. Indem wir da noch ein bisschen was hinbauen. Ich tue den schon mal dahin, weil sonst falle ich da irgendwann. Da brechen wir uns definitiv die Beine. Dann können wir da noch einen Zaun dran machen und dann einfach so eine Relax-Terrasse. Mal nicht Richtung Sonnenaufgang. Die ist im Sommer dann kühler. Gucken wir uns das mal von außen an. Das sieht jetzt nochmal kacke aus mit dem Zappel da. Aber so weit ganz schön. Hier ist alles safe, alles dicht. Ja, da hinten könnte noch ein bisschen gebastelt werden. Vom Inn ist auf jeden Fall noch eine Menge zu machen. Vor allen Dingen hier dieses Ding weg. Das hat überhaupt keinen Sinn mehr. Das mache ich noch und dann muss ich ein kleines Päuschen machen. Das war geplant natürlich. Wie habe ich drum gebaut? Erde. Warum? Alte Fragmente aus vergangenen Zeiten. Na, Platz für irgendwas. Und hier hängt noch die alte Treppe von ganz am Anfang. Und da ist auch noch ein nicht fertiger Woodframe. Jetzt ist dieses Problem gelöst. So, Ehrenkartoffel und schöner Raum fürs Portal. Der wird natürlich nur futuristisch ausgearbeitet. Und natürlich unser Wohnraum oben in halbwegs sicheren Umgebungen. So, ich gehe jetzt eine Runde schlafen. Ich sage danke fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. 7 Days to Die. Bis dann.